Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge Transport Fever 2. Es geht weiter mit unserer Nostalgie-Ecke. Trotzdem müssen wir einiges einfliegen, es geht nicht anders. So, ich kriege jetzt Bretter hier mit den Flugzeugen hier hin, hoffe ich zumindest. Dafür brauchen wir jetzt, da wird die Produktion auch schon mal anlaufen, glaube ich. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen, wie heißen die überhaupt? LKW-Station. Ah, so heißen die, ja, genau. LKW-Station. Und wir brauchen eine neue Linie, natürlich. Ne? Die fährt vom Flughafen. Der Flughafen hat eine LKW-Station. Ja, den nehmen wir dann auch. Nach da, Flughafen Güter und nach Darmstadt Nord, ja. Darmstadt wird dann DA. DA, BK, ZFWR. Depot. Jetzt habe ich die ganze Zeit Depot genannt. Depot Nord, ja, von mir aus. So, es soll beim Frankfurter Flughafen natürlich laden, wenn einer Fracht. Bringt Bretter hier hin. Nimmt aber nur dann Bretter mit zurück, wenn welche da sind. Das können wir dann so lassen, wie es steht. Genau. Ja, aber Frankfurt soll da schon warten, weil er kein Material hierher bringt. Da passiert sowieso nichts. Ne? Oder wenn das nachher läuft, können wir die Wartezeit immer noch verändern. So, da brauchen wir mal einen LKW. Kriegen wir hier irgendwo einen LKW her? Ja, komm, hier oben. So, dann nehmen wir natürlich so einen, der kann alles. Alle Güter. Deshalb ist das sehr praktisch. Wir setzen auch erstmal einen auf die Linie. Ach, Linie 1. Okay, kriegt natürlich gleich noch einen richtigen Namen. Ach, ist das gut. Mensch, hier muss ja wirklich alle Gehirnzellen ausschöpfen, die es so gibt, ne? Linie 1 wird wieder eine LKW-Linie von Frankfurt, ja, Frankfurt, GÜTFLH nach DA, Werkzeugfabrik, ja, BKZFBR. So, Name sitzt. LKW ist gesetzt, der müsste eigentlich schon unterwegs sein. Ja, der fährt jetzt sowieso. Ne, er fährt zum Flughafen. Gut. Da muss ich jetzt noch gucken, dass ich die Terminals richtig verteile. Beziehungsweise kriegt er eins dabei. Sonst wird das nämlich schwierig. So, der Symmetrie geschuldet wird das natürlich so gemacht. Okay. Ich werde dem auch gleich ein Gebäude verpassen, sonst habe ich nämlich nachher wieder das Problem. Machen wir auf der Seite. Machen wir gleich zwei. Und setzen die Linie von dem LKW Güterflughafen nach Werkzeugfabrik. Die sitzt schon auf der 3. Warum sitzen hier zwei Linien auf einem Haufen? Terminal 1 ist leer. Machen wir das so. Zack. Was passiert eigentlich hier? Getreide. Ach, die fahren Getreide. Ach, guck an. Ach stimmt, die schieben das Getreide hier rein. So. Okay. Wenn das jetzt stimmt, was ich mir jetzt so hier so ausgedacht habe, müsste in Ottweiler die Produktion von Brettern beginnen, beziehungsweise die Bretter müssten, ja, die Produktion von Brettern müsste beginnen, wenn ich sie jetzt gerade mal wieder finden würde.
Hier sind wir. Abnehmer? Nee, läuft noch nicht. Lieferant ist klar. Wir haben noch keinen Abnehmer. Eigentlich sollte in... Produktion, Versand 0. Das Schiff wartet hier. Hab noch keine Produktion. Okay. Das Schiff soll die Sachen hier holen. Das muss ich überlegen. Boah, aber das wird das. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Diese Flugzeuge können die Bretter transportieren. Da wird es wahrscheinlich. Nee, die können eigentlich alles. ...51 alle Güter. Die können alles. So, das heißt... Attweiler Hafen, Bretter. Genau. So, und hier... Das kann jetzt aber sein, dass das dauert, ne? Das dauert eine ganze Weile, bis das jetzt hier... ...passiert, ne? Irgendwann müssen nämlich Abnehmer stehen. Oder ich habe noch was vergessen. So, die Flugzeuge bringen das Zeug hier hoch. Und die LKW. Der LKW soll das hier rüberfahren, ne? Heißt, hier müsste Lieferant stehen. Ist aber nicht. Hm, 469 Millionen. Also Kohle brauchen wir uns keine Sorgen machen. Moment, da läuft alles sehr gut. Okay, muss ich überlegen. Entweder dauert es wirklich eine Weile, weil der wartet jetzt auf das Holz. Die Linie steht ja nun mal. Und der... fährt schön, brav sein Holz hier rein. Macht auch ein bisschen Plus. Aber nicht lange. Lädt ab. Versand 0. Lieferant ist klar. Abnehmer ist noch keiner da. So, das ist mit dem Hafen verbunden. Das ist damit verbunden. Der Hafen ist hiermit verbunden. So, der fährt jetzt hier runter. Klar, fährt natürlich leer darunter, macht aber jetzt gerade mal nichts. Wenn das irgendwann mal... Aber deshalb muss das eigentlich laufen, ne? Die Linien, die stehen. So, bringen es hier hoch, der soll es hier mitnehmen und soll es hier abladen. Ist das zu viel? Ach nee, ich habe keine Abnehmer. Jo, Depp. Ich muss auch Abnehmer einsetzen. Blöd. So, aber Darmstadt fällt da nicht mehr rein. Mainz auch nicht. Achso, doch, ja, Moment, ich habe da Abnehmer. Dieses kleine Flugzeug, ist das überhaupt schon... Wo ist denn das?
Hatte ich das nicht gekauft? Doch. Steht wo? Steht hier und wartet auf Bretter. Liegt die Bretter hier rüber? Nee, ich hab keine Abnehmer für Werkzeug. Ich muss doch das Werkzeug in die Städte bringen. Das wird wahrscheinlich zu kompliziert sein, ne? Ja, ich muss es vom Flughafen in die Stadt bringen. Ja, jetzt haben wir's. So, pass auf. LKW-Entladestelle. Werkzeug, das ist hier mittendrin. Fangen wir mit der Stadt mal an, dass es überhaupt mal funktioniert. So, neue Linie. Oh Gott. Ja, das hier ist aber auch sehr, sehr extrem. Aber auch sehr, sehr gut. So, neue Linie funktioniert noch nicht, weil hier eine LKW-Station hin muss. So, da machen wir schon mal gleich 4 und, oder macht 2, 2 und die richtig schön lang. Ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwann ein Umschlagplatz wird für die ganze Ecke hier oben. So, warte mal. Von hier aus geht's nicht. Aber von hier aus. So, Shift kann ich langsam drehen. Der deckt sogar schon einen Teil ab. Ist aber egal. So, neue Linie. Neue Linie. Geht von da. Ach, ich habe schon eine angewählt gehabt. Okay. Nach. Ist ja gleich in die Ecke. Nach da. So. Auch hier wieder Vollladen einer Fracht und warten. Dass es sich lohnt. Die Linie kriegt direkt den Namen. LKW. Das ist Brüm, ne? PRÜ. Nach PRÜ Stadt. Werkzeug, Entschuldigung. So, jetzt brauchen wir hier mal ein Fahrzeugdepot. Brauchen wir sowieso irgendwann. Das ist jetzt mal ziemlich zentral. Genau, können wir hier an Brüm irgendwo ansetzen. Ohne das geht's nicht, ne? Das ist eins, ne? Ja. Straßenfahrzeugdepot. Setzen wir auch hier hin. St. Vith Farm. Wie sieht denn das aus? Sehen die immer schon so aus? Jetzt komme ich aber in die Bredouille. Wenn der jetzt hier die Stadt versorgt, das ist ja schon. Da will ich ja gar keine LKW setzen. Das machen wir mit Pferdewagen. Ich glaube, ich kann auch noch, habe auch noch, ich habe das ja so eingestellt, ja genau. Alle Güter. Der ist schon zügig und kann 5. Der kann auch 5. Wo ist hier der Unterschied? Gar keiner. Der könnte zum Beispiel Werkzeug. Nee, kann man auch alle Güter. Oder sollen wir schon ein Auto nehmen? Diesel. Einen alten Diesel. Nee. Wir machen das mit Pferdewagen. Ich sehe hier kein Werkzeug. Also machen wir alle Güter. Passen rein. 5 Stück. Kaufen. Werden wir später dann vergrößern. Setzen den auf die Linie 1, die gleichen Namen bekommt. Jetzt bin ich gespannt. Nee. Nein. Kommando zurück.
Zurück, zurück, zurück. Nix Linie 1. LKW, muss ich Pferdewagen draus machen. PRÜ. PRÜ, Flughafen. So, jetzt aber. Jetzt reitet er weg. Wir fahren zwar jetzt Autos, ist eigentlich nicht ganz logisch, aber ist egal, das kann ich jetzt nicht ändern. So, jetzt sollte aber die Verbindung da sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Werkzeugfabrik, ey, das muss man sich mal überlegen, was das jetzt eine Konstellation ist, ne? Okay, das kann jetzt dauern, trotz allem. Kann auch sein, dass das wirklich zu weit hergeholt ist, dass das nicht funktioniert. Aber dafür habe ich ja gespeichert, wenn es das... Gut, ich habe ja Geld genug, also es, das wäre jetzt nicht so tragisch. Die Kohle läuft ja. So, also, wir haben die Verbindung vom Flughafen... Der ist hiermit verbunden zur Stadt mit Werkzeug. Zug 2, ja, die Züge. Ah, je. Ah ja, gut, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kohle habe, da kann ich die Züge auch mal nach und nach ersetzen. So. Hier ankommen sollen das Zeugs mit dem Getreideflugzeug. Der sollte das eigentlich hinbekommen. Die Flugzeuge können im Prinzip alles transportieren. Das Kleine hier könnte ich tatsächlich direkt hinten landen lassen. Ne? Wir haben hier die Verbindung zur Werkzeugfabrik. Von der Werkzeugfabrik haben wir die Verbindung über diesen Flughafen wiederum, der das Zeug ja zurücknehmen soll. Es sei denn, ich habe hier ein Ne, ich habe alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Der soll hier alles laden. Der bringt das Werkzeug zurück. Hier rein. Und das Flugzeug, das kleine hier, das hier wartet, soll das Werkzeug darüber fliegen. Trotzdem habe ich irgendwo einen Fehler. Weil es passiert nichts. Hätte mich auch gewundert, wenn das direkt so auf Anhieb funktionieren würde. Es ist natürlich so, dass die Bretter... Okay. Konsum 60, Versand 0. Lieferanten, ist klar. Abnehmer haben wir keinen. Das muss ich jetzt rausfinden. Das ist jetzt die Herausforderung hier. Frankfurt Werkzeugfabrik. Frankfurt Werkzeugfabrik. Ja, das sollte das eigentlich hingehen, ne? Abnehmer wäre Prüm. Und Lieferant wäre dann hier Ottweiler Sägewerk. Die arbeiten zwar, die produzieren immerhin 30... Machen aber nichts damit, ne? Kommt auch sehr wenig Holz jetzt. Ah, es kann natürlich auch sein, dass der jetzt hier erstmal muss. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Dass der das erstmal muss abladen hier.
Dass es erst mit der nächsten Ladung dann funktioniert. Oder auch nicht. Ich könnte hier eigentlich noch einen LKW einsetzen, weil da doch ganz schön was verbraucht wird. Ne? Mal klonen, nochmal klonen. Da wird natürlich schon viel zu viel gelagert, aber ist auch im Moment nicht so tragisch. Versand 0. So, der wartet auf das Holz. Der fährt das Holz zum Flughafen. So, es sei denn, ich habe jetzt hier die Flugzeuge. Naja. Der lädt in Frankfurt, bis er voll ist. Und hier lädt er eigentlich alles. Die Verbindung ist ja logischerweise da. So, der soll die Bretter hier hochfliegen. Ah, ich habe durch die ganze Folge hier mit den Brettern hier verbratzeln. Aber es ist interessant, das herauszufinden, ob das funktioniert. So, die Bretter kommen hier an, werden hier entgegengenommen von ihm her. Machen wir wieder langsam. Neues Fahrzeug. Okay, noch ein neues Fahrzeug. Also eigentlich müsste es funktionieren. Tut es aber nicht. Tatsächlich vielleicht zu verworren. Ich könnte erstmal einfach hingehen, eine Linie hier machen. Von da, boah, das ist keine Verbindung, ne? Okay, ich glaube, ich mache das jetzt offline. Und gucke, dass ich das rausfinde. Denn so komme ich hier nicht weiter. Das ist Fakt. Produktion ist höher, klar. Ich springe ja auch mehr. So, der liefert erst mit 30%. Interessanterweise wird das Zeug produziert. Die bringen auch Kohle, aber es geht nicht weiter. Warum nicht? Und der soll auch Bretter können. Nicht, dass ich hier einen Denkfehler drin habe. Ne? Fahrzeug verwalten. Details. Bretter. Da sind sie. Es ist interessant, auf jeden Fall, ne? Ha! Fehler gefunden. Fehler gefunden. Glaube ich zumindest. Der muss natürlich hier dann auch. Gut, hätte ich jetzt auch anders machen können. Moment, Linie verwalten. Im Sägewerk Depot habe ich dem gesagt. Wie doof.
So, er soll natürlich laden. Bretter. Jetzt muss ich warten, bis der erste LKW oder bis er das jetzt gerafft hat. Und dann könnte es funktionieren. Er muss natürlich Bretter laden. Und alles, was er bringt, entladen. Im Hafen einfach nur ja, raus und fertig. So, gut, es ist natürlich hier nichts mehr drin. Lass ich mal noch mal kurz schnell laufen. Das war die Ursache wahrscheinlich, ne? Das ist der Nachteil, wenn man dann hingeht und was umstellt. So, dann schauen wir mal, was passiert. Das gucken wir jetzt noch gemeinsam. Wenn wir das jetzt noch hinbekommen heute, dann bin ich glücklich. Weil die Konstellation ist schon Wahnsinn. Ich finde es aber gut. Ich finde es gut. Ist halt kein Sägewerk da oben. Guck's dir an. Guck's dir an, es geht. Dieser kleine Fehler. Nimmt der jetzt schon welche mit? Nee, ne? Doch, eins hat er mitgenommen. Das knallt er jetzt hier rein. Da ist es. Dauert natürlich eine ganze Weile, bis das Ding hier voll ist. Heißt aber, ich muss hier gucken. Konsum 150 und die Rate von dem hier ist 171. Sollte eigentlich reichen, ne? Andererseits fährt der natürlich auch hier runter. Sehr gut. Abnehmer, warte nochmal. Abnehmer, der nimmt 89 im Moment. Wie gut. So, hier haben wir 16. Hier haben wir zu wenig. Also die... Das muss ich verbessern. Das dauert zu lange sonst, ne? Fahrzeuge verwalten. Machen wir mal gleich zwei dabei noch. Zwar kein weiter Weg, aber kann sein, dass das später dann... So, und die fahren das gleichzeitig hier runter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Da müsste da nicht noch eine separate Linie gebaut werden. Aber was ich machen wollte hier, ne? Ich wollte hier eine Umgehungsstraße bauen. Das machen wir auch. Da geht das Ganze noch mal etwas schneller. Breite ist okay. Geht zwar hier kurz über Stock und Stein. Voll gerade durch hier und direkt hier rein. So, von da ist ja okay. Das machen wir jetzt nicht auch noch. Fährt darüber. So. Und das Schiff füllt sich jetzt so langsam. Ja, perfekt. Boah, es geht. Es geht. So, Abnehmer. Schauen wir uns das da oben auch noch an, von der Sicht. Lieferant. 95, die sind auf dem Weg. Ja, es dauert halt. Und dann kriegen wir hier Werkzeug, das wieder zurück hier hingeht und das füllt dann das Flugzeug, was es hier rüberbringt. Und das bringt dann die Sachen hier nach Brüm. Boah, und das alles mit Pferdewagen. Ist das toll. Wir haben drei Ortschaften, die versorgt werden. Wenn ich die jetzt schon versorge, weil der bringt ja jetzt nur so viel. Oh, 105, guckt ihr das an. Boah, so viel kriege ich gar nicht gefahren mit meinem Pferdewagen. 40, das sind 145. Ja, rund 200. Dann würde ich ja drei Linien, am besten drei verschiedene. Die kommen, das machen wir noch. So viel Zeit ist jetzt noch. Setzen wir hier erstmal eine Abladestelle. Ja, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann mit meinem Nostalgie-Trip hier.
schlechter Zustand. Ja. Ich weiß, ich weiß. Dort müssen wir dann drei verschiedene Linien bauen, sonst wird es nichts. Das funktioniert sonst nicht. Wenn ich da eine hinsetze, dafür sind die Pferdewagen zu klein. Das wird ein schönes Getrappel hier, ne? Die nehmen wir mit. So. Das machen wir jetzt noch. Neue Linie. Da werden noch nachher einige Flugzeuge fliegen müssen. Vom Flughafen. Neue Linie, habe ich gesagt. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Nichts habe ich gemacht. Gut. Nochmal, neue Linie. Das wollte ich machen. So. Haltestelle hinzufügen. Flughafen. Trappel, Trappel, Trappel. Bitburg. Auch ein Weg. War das jetzt geblubbt? Achso, ich wollte die löschen. Bin ich schon doof, ey. Ne, ja. PFW wie Pferdewagen. Von Prüm Ost. FLH. PRÜFLH. Nach Bitburg. BIT. Bitburg ist BIT. So, jetzt muss ich gucken, der andere muss ich auch noch. PFW draus machen, ne? Werde Wagen. Werde Wagen noch. Moment. Pferdewagen, genau. Dann das gleiche noch mal nach. Haben wir wirklich auch mit da reingenommen. Ja, komm. Später wird auch da oben die Ecke noch. Dann nehmen wir die ganze Ecke hier. Außer Talfang. Talfang fällt dann schon raus. Talfang ist schon modern. Oder etwas moderner. Da kämpft man dann mit den Dieselfahrzeugen noch schon mal hantieren. Wir machen eine weitere neue Linie. Oh, ich fahre immer noch schnell. 569 Millionen. Es läuft. Es läuft wie ein Länderspiel. So, wir machen noch eine neue Linie. Das finde ich so gut, ne? Prüm Ost, das muss ich mal gleich ändern. Nach Wittlich Amselweg. Machen wir mal gleich WIL. Und das Ding nennen wir schon mal PRÜFLH, im Flughafen. So, und das machen wir dann PFW, Pferdewagen, PRÜFLH, habe ich FLH oder FLG geschrieben? FLH nach will. Stadt. Das machen wir jetzt. Start. So, dann kriegt ihr alle noch mal Pferdewagen. Die vier, die hier, ne? So, du gehst auf die Linie P. Ah, die ist natürlich ganz unten jetzt, ja. Pferdewagen. Wir haben Prüm, Stadthammer. Wittlichstadt. Und du gehst auch dahin und gehst nach Erdkeil, OP, PFW und nach Bitburg.
Perfekt. So, jetzt sollte hier eigentlich als Abnehmer stehen. Geht noch gar nichts, ne? Aber Lieferant 100. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass sie auch genug hier... Oh, der ist unterwegs schon, ne? Voll mit Bretter. Super. Da hat er schon einmal da runtergefahren, weil ich es jetzt so schnell laufen hatte. Glaube ich jetzt aber kaum, ne? Das sind die eh schon weg, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dass das so schnell geht. Boah, was ist denn hier los? Stau. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nee, so weit ist er noch nicht. Ne? Der wird jetzt irgendwann... Wird der auch nicht ausreichen. Da muss ich schon einige einsetzen. Wir müssen jetzt warten. Das warten wir jetzt noch kurz ab, bis das Schiff da abgelegt hat. Angelegt hat, besser gesagt. Oh, das dauert aber auch noch eine ganze Weile. Ach du lieber Gott. Okay, nee, das gucken wir uns heute nicht mehr an. In der Zeit, in der das läuft, werde ich hier wohl noch ein paar Verbesserungen vornehmen müssen. Ich werde das Ganze jetzt speichern und bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.